Moin Leute, was geht ab? Euer Holyghost wieder am Start mit einem neuen Pokémon Opening. Ich sag immer fast Pokémon Go. Ich spiele zu viel Pokémon Go. Also, also mit einem neuen Pokémon Opening. Wir gehen mit Memeon. Hoplo, das war unser Starter bei Schwert. Den werden wir dann auch als letztes öffnen. Ich kann ja hier nochmal kurz den kleinen Chimpamp dazu tun. So. Ja, das sieht doch gut aus. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht hier runter, weil das ist nicht so stabil. Aber hey, so, ich mach das Ding jetzt auf. Und ich hoffe, Alter, das ist ja richtig krass eingepackt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht heute einen besseren Hit haben. Der letzte Hit, den wir hatten, war ein Urgel. Urgel V. Ja, gut, es ist ein Hit. Es ist eine V-Karte, aber es ist halt nicht die Karte, die man so gerne zieht. Ne? Also auch nicht als Doppelten. Das ist jetzt schon die zweite, die wir so gezogen haben. Und ja, mal schauen. Komm raus. Inteleon, komm raus. Hallös. So. Da ist der gute Boy. Der Sniper. Wasserbericht und Präzisionsschuss. Das ist die Sniper. Ja, Präzisionsschuss ist die Sniper. Auch sehr, sehr cool im Ingame. Habt ihr bestimmt schon alle gesehen, ne? So, den legen wir mal hier hin, damit man das auch sieht. Ich hoffe, vielleicht haben wir ein Evolution-Pack hier drin. Wir gehen hier eins nach dem anderen. Schwert und Schild. Schwert und Schild. Weltenwandel und Sonnenmond. Schade. Ja, schade. Wäre mal schön, wenn wir mal auch so ein Evolution-Pack bekommen würden. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir müssen jetzt aufpassen, weil die Preise gehen ja auch richtig hoch jetzt bei dem, weil Evolution wird ja eingestellt, ne? Schade eigentlich, aber ja, ist halt so. Ich leg die dahin, damit ihr die auch seht, dass ich die nicht austausche. Wir fangen hier mit Sonne und Mond an. Let's go. Also bitte, ich wünsche mir einen guten Hit heute dieses Mal. Einen guten Hit. Aber die gehen immer so flawless auf, Alter. So schön. Zucker. Zucker. Und ich sehe es schon glitzern. Oh nein, ich habe mich gespoilert. 2, 3, 4 to the front. Ich sage, wir haben Feuer. Wir haben Psycho. Oh mein Gott, ich habe es schon wieder gesehen. Ihr habt es bestimmt auch schon gesehen. Ich gehe jetzt gar nicht hier schnell durch. Da seht ihr schon mal wieder blitzeln. Oh je, Quapuzzi. Marikek. Habe ich da gerade zwei Karten genommen? Nein, das war nur eine. Okay, Tim. Was? Timerball. Nicht Timberball. Timerball. Makuhita. Ich bin aufgeregt. Let's go. Wir haben einen Hit. Ivitak. Marmula. Traumato am Strand. Der chillt einfach. Krabox. Sankapu. Und wir haben Let's Go Lunala GX. Die haben wir auch noch nicht. Nice. Wir haben aus einem Sonne- und Mond-Pack einen Hit gezogen. Sehr schöne Karte. Habe ich nicht. Freue ich mich sehr. Oh mein Gott. Lunala GX. Geil. Jetzt fehlt uns nur noch Solgaleo. Ups. Hey. Bleib schön hier. Jetzt fehlt uns halt nur noch, ja, Solgaleo. Aber das ist nice. Wir haben aus so vielen Sonne und Mond nur Crap gezogen. Und jetzt ziehen wir endlich mal was. Lunala GX. Let's go. Das freut mich natürlich sehr. Das ist mal so ein Hit, wo man sich wirklich freut, oder? Ja. So, Welten im Wandel. Totok und Plimpa. Komm. Das, ich spüre es. Das ist eine gute. Jetzt ist jetzt schon eine gute Box. Es ist jetzt schon eigentlich eine sehr gute Box. So. 1, 2, 3, 4 to the front und ich sage, wir haben Kampf, Feuer, Mist, egal, let's go. Flunkiefer, sehr cooles Artwork. Ich mag Flunkiefer sowieso und auch Zubiris, das sind so. Ja, Pokémon Go, auch sehr gut für Super League, spiele ich sehr gerne, sogar beide. Und ja, Zyklop, Ignivor, Algit, okay, habe ich auch noch nicht gesehen, Pikachu, Velusi. Gladiantri, irgendwie wiederholen sich so viele Karten von denen, ne? Olfeo, Bismarck und ein Weilord, der dicke Boy, der große dicke Boy. Sehr cool. Weilord war schon immer cool, ja. Weilord war schon immer cool. So, wir kommen zu Schwert und Schild. Zu den Boostern. Mit Seychen und Samazenta drauf. Und let's go. Let's fetz. Weg und 1, 2, 3, 4 to the front. Und ich sage, wir haben Wasser.
Aber jetzt kommt natürlich der Kampf. Also heute und in den letzten Videos, ne, Guess the Energy, nicht on point, nicht on point. Cesario, Pokémon Fänger, Alpolo, Zenseact, Goldini, Voldy mit wieder einem anderen. Der hat so viele Artworks, der Boy. Also wirklich, Pionskura, Kloptopus, der sich gerne kloppt, Alter. So ein geiles Pokémon einfach. Kickaloo und Sanaconda. Also Kloptopus, ich glaube, das ist so mein Favorite, Alter. Kloptopus, der sich gerne kloppt. Ist doch geil. Ist doch nice. So. Hopp, weg damit. Der Kartencode kann auch weg. 1, 2, 3, 4 to the front. Und ich sage, wir haben... Was haben wir noch nicht? Blitz. Oh, let's go. Doch, diesmal ist on point. Blitz, Gerada, Trank, Noctua mit dem coolen Artwork natürlich, Thermopod, Galazigzags, Somniam, Schnomnom, macht Nomnom, Chimpemp, den ihr auch da oben seht. Auch ein cooler Starter. Flunky von Reverse, sehr cool. Ich mag die Karte einfach. Und ein Relaxo, was wieder ist. Geil. Auch eins meiner Liebling-Pokémon. Ich liebe Relaxo, weil der Typ ist, jede Karte ist fast, wo er nur am Essen ist. Also, geil. Also, ich muss sagen, wir haben einen Hit, den wir noch nie hatten. Auch sehr, sehr cool. Lunala GX und das Inteleon V, was natürlich in der Box war. Ich bin zufrieden mit der Box. Kann mich nicht beschweren. Und, ja. Sehen wir, was Hoplo kann im nächsten Video. Seid dabei. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne. Ciao, ciao.